Ja, hallo, ich stehe hier auf der ESL-Meisterschaft mit Mikuyu. Die cosplayt heute Poolparty Leona, aber darum geht's nicht, sondern sie hat den Cosplay-Wettbewerb hier organisiert. Der hat ziemlich viel Spaß gemacht, also ich glaube, die Zuschauer hatten auch viel Spaß, wir auch, trotz des ziemlich beschissenen Wetters, auf Deutsch gesagt. Und wie war das denn so für dich, so das Ganze zu organisieren mit der ESL zusammen? Hat mir Spaß gemacht. Ich sag mal, ich habe mich erst gewundert, dass ich überhaupt angeschrieben worden bin, dass sie überhaupt einen Cosplay-Contest planen wollen. Wurde angeschrieben, haben gefragt, wie ist es denn? Könntest du da ein bisschen was für einen Cosplay-Contest organisieren, dass wir noch ein paar Cosplayer reinbekommen, dass wir die Cosplayer hier auf der ESL-Meisterschaft haben? Und es hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht. Das ist wirklich cool. Also auch, dass sie dich angeschrieben haben, da fühlt man sich schon als ein bisschen was Besonderes und freut sich auch. Du bist ja öfter auf den Veranstaltungen LCS, Intel Extreme Masters. Ich habe dich überall gesehen. Und mal zu dir und zum Cosplayen. Wie lange machst du das Ganze schon? Ich mache das jetzt, glaube ich, seit 2011 müsste ich das machen. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Das ist jetzt schon eine lange Zeit, aber seit 2011 ungefähr. Okay, das ist schon ein bisschen was. Und was hast du als nächstes so vor an Cosplays und wo sehen wir dich als nächstes wieder? Als nächstes sieht man mich auf der Dokumi, da werde ich wahrscheinlich beide Tage da sein, einmal als Poolparty Leona und einmal als Fnatic Annie. Fnatic Annie? Das ist cool. Das ist dein eigener Skin, ne? Weil Fnatic Annie gibt's ja nicht, so normalerweise. Naja, der Skin ist von Nips. Das ist eine amerikanische Künstlerin, die malt halt richtig coole Fanarts von TSM, von Samsung White, von Fnatic, von allem. Und der Annie-Skin hat mich halt geflasht, sag ich mal, weil ich halt auch Fnatic-Fan bin und ich unbedingt Fnatic auch mal mit einem Skin unterstützen möchte. Okay, das ist wirklich cool, wenn man seine Teams auch so unterstützt und bei dir hat es ja wirklich sehr viel auch mit LCS und drumherum zu tun. Und ich würde mal sagen, das war's dann von uns schon. Und ja, danke erstmal und wir sehen uns dann demnächst bestimmt nochmal wieder. Und wir sind raus.